Hallo Leute, ja, ich grüße euch zurück zu The Medium. Wir sind im Keller unseres alten Familienhauses, was niedergebrannt wurde, und wir haben im letzten Part erfahren, dass unsere Schwester vermutlich nicht sehr ganz freiwillig diesen Schlund freigesetzt hat, also irgendwie in sich manifestiert hat aus ihren negativen Gedanken, oder das Ding irgendwie andersweilig aus der Hölle zu ihr gekommen ist, aus der Unterwelt oder wo auch immer her. Es ist auf jeden Fall da und hat schon scheinbar vor sehr vielen Jahren für Chaos gesorgt und ja, macht uns natürlich jetzt schon seit, weiß ich nicht, 8 oder 7 Parts das Leben schwer. Ja, und wir sind jetzt hier im Keller und versuchen eigentlich was über unsere Schwester und unsere Vergangenheit rauszufinden, und das Ding ist einfach da und sagt nur wieder "It all ends in me". Ja, genau. So, hier haben wir wieder klassisch was. Etwas, wo wir Strom brauchen, um zu aktivieren. Okay, was haben wir hier? Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher, das ist alles, was zählt. Trennung. Das ist der einzige Weg. Okay. Ja, also dieses Ressort. Ja, ich gebe zu, das hat durchaus ein Charakteristisch davon. Ich war in sowas schon mal tatsächlich. Meine alte Schule besaß sowas. Also, wo ich zur Hauptschule gegangen bin. Ja, also. Das ist eigentlich tatsächlich ganz interessant, gerne mal sowas zu erleben. Jo, ich weiß gar nicht, ob meine Berufsschule, wo ich danach richtig drin war, ob die sowas hatten. So altes. Ja, Schulgebäude sind ziemlich alt. Manchmal haben die sowas, gell? Ich glaube, das war ein bisschen neuer, meine Berufsschule. Aber gut. Jo. Ich glaube halt nicht, dass das Ding vor der Tür bleibt. Ich sag's, wie es ist. Ich meine, wäre ganz schön, wenn wir uns einfach hier in Ruhe umsehen könnten. Wäre ein bisschen entspannter, aber ich denke nicht, dass wir so viel Glück haben werden. Und das ist verdammt groß hier, ey. That looks like a way out. But it's half underwater. Ja. Boah, noch mehr Wege. Also ich glaube, das wird ja echt kompliziert heute, Leute. Ich sag, wie es ist. Aber ich habe halt das Gefühl, dass wir uns langsam aufs Finale zu begeben. So, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zu wissen, dass wir das haben. Und ja, creepy Musik. Dankeschön. Mir macht die Musik Angst. Ich sag, wie es ist. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir ein Reset kriegen, gell? Das kann ich verstehen. Das ist auch nicht meine Stärke. Ich habe es zumindest echt lange nicht mehr gemacht. Und in so einem Schwimmbad zu tauchen, das ist eine Sache, aber in sowas hier zu tauchen, eine ganz andere. Naja. Es würde irgendwas immer näher kommen, ey, bei der Musik. Okay. Okay. Wir haben jetzt so eine ganze Menge Strom, gell? Ich weiß ja nicht, ob ich das gutheißen soll, dass wir den Strom ausmachen, weil. Naja, das Wasser hat auch irgendwie seinen Weg hierher gefunden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben hier jemanden vor der Haustür. Wir haben hier jemanden vor der Tür, der gewiss gerne reinkommen möchte.
Oh, ist das einfach nur ein. Ah, okay, das ist einfach nur ein Rückweg. Ich mach mal kurz so. Okay, ich glaube, das war schon mal nicht so schlecht. Ich warte mal kurz, bis das Geräusch vorbei ist, aber da bleibt das jetzt zu laut. Jetzt ist der Brief weg. Als wir zum ersten Mal über das Gelände stolperten, dachten wir, dass es sich hier um einen alten deutschen Bunker handelte. Ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach 2 Wochen Ausgrabung wussten wir, dass das alte Schnauzbärtchen große Pläne für diesen Ort gehabt haben musste. Ein ganzes System von unterirdischen Tunneln, Stahlbetonwänden, das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort im Wald bauen, falls die ganze Sache mit der Herrenrasse nicht klappen sollte. Ja. Die Roten taten, was sie am besten können, sich die rissen es sich um den Nagel. Okay, wer hat das vorgeschrieben? Sie wollten es in einen vollwertigen Atombunker umwandeln, brachten sogar die Stromnetze zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Traum von Niva in die Hose ging. Ja, Niva. Das wunderbare Resort. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim und ich habe dafür gesorgt, dass es auch so blieb. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Was für ein Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreifen nennen, aber trotzdem. Wenn etwas schief geht, haben wir einen Ort, in dem wir uns zurück verstecken können. Okay. Na dann, gucken wir uns das mal kurz an. Ich befürchte, das könnte interessanter werden. Westliche Kammer, Ventil, Tank 1. Zentrale Kammer, nördlicher Ausgang, Kontrollraum, östlicher Kammer, Ventil. Ach, das sieht kompliziert aus. Okay, mal schauen. So, wo möchten wir denn hin? E3 ist der Kontrollraum, gell? In der 4, das muss ja dann. Okay, lass uns umschauen. Ich will das richtig machen. Boah, ist das Ding schrecklich laut. Das hier muss ja Raum 4 sein, gell? Ja, East Chamber. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Water level indicator. Measure water level in given chamber. Which direction of water flow indicates water pump. Okay. So. Nee, nee, ich hätte das mal gerne. Machen wir das ein bisschen voller. Und das hier bitte zweimal Ding. Und dann können wir uns da vielleicht schon mal umschauen. Das würde ich jetzt auch mal so hinkommen. Ja, okay. Glaubst du nicht, dass du schon genug bekommen hast, in dem Sinne, dass du einfach gefressen hast die ganze Zeit, du schreckliches Viech, ey. Aber natürlich hast du ja jetzt freigelassen, ja. Man kann jetzt hier rumlatschen. Das war so klar. Das war das, was ich meine mit Wasser ausmachen und Strom aus und hast du nicht gesehen. Das elende Vieh findet seinen Weg. Das nehme ich aber mal danken an, wenn ich das gerade richtig sehe, oder? Hier ist doch gerade Energiequelle, oder? Darf ich das nicht? Müssen wir da Strom reinsetzen?
Mach mal langsam. Okay, wir brauchen Strom. Natürlich brauchen wir das. Ah, wir haben noch Strom. Moment, dann habe ich falsch gemacht. Jetzt darf ich mal bestimmt wieder Strom nehmen, oder? Irgendwie darf ich das gerade nicht an der Stelle. Okay, dann müssen wir noch mal welchen holen gehen. Auch wenn ich gerade da überhaupt keine Lust drauf habe, weil der ist ja hier am Rumlatschen. Aber ich brauche ja Strom, nützt ja alles nichts. Ich achte übrigens gerade viel mehr auf die reale Welt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen soll, aber irgendwie ist mir das auch echt halt ein bisschen übersichtlicher da. Also hier war er gerade am Rumlatschen, oder nicht? Aber wo kriege ich jetzt Wasser her, Strom her? Ja, das sollten wir uns übrigens merken. Was kann man vielleicht verwenden, um den Typ nochmal loszuwerden später? Wo habe ich denn eben den Strom hergekriegt? Ich bin gerade echt ein bisschen am Grübeln. Weil da haben wir den nicht her. Und ich habe doch hier eben noch mal welchen verwendet, oder nicht? Weil ohne Strom komme ich jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Dann brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Kann ich hier hoch irgendwo? Ne, auch nicht. Muss ich das Wasser dann nochmal irgendwo runterlassen, da das da irgendwo zu sehen war? Wo war das hier irgendwo? Okay, ich mache noch mal ganz kurz das Wasser da anders. In der Hoffnung, dass da irgendwo Strom ist. Hm.
Aber viel einladender ist es auch nicht. Ich sag, wie es ist, ey. Das Problem ist ja wirklich, wir kommen ja nicht weiter, wenn wir keinen Strom haben. Weil ich brauche ein Schild auf alle Fälle. Shit. The valve is missing. Please be around, valve. Okay, da ist ein Ventil drin. Ich würde sagen, das könnten wir eventuell noch öfters gebrauchen, ja. Hey. That's my way out. Once I dry it up a bit. Was kein Problem bleibt, wenn wir keinen Strom haben, können wir nicht in dem anderen Raum weiter, weil wir Schild brauchen. Also Strom sag ich, Energie halt, gell? There. Now it's ready to gulp down some water. Okay. Dieses Ding, ey. Also, es hat halt auch die Mentalität von einem Kind in manchen Punkten, gell? Ja, so war das nicht gemeint. Das habe ich gesucht. Das ist gut. Genau das brauchen wir. Ich denke, damit können wir uns sogar getimt nochmal einmal vor ihm verteidigen, wenn was sein sollte. Ich habe zwar noch nicht wirklich raus, wie man es mal machen muss, aber ich glaube, wir können zwischen der Katze einmal einen Lichtstoß absenden, um uns zu befreien. Ne, hier will ich nicht lang. Lass uns mal oben lang gehen. Ja, ich weiß, vielleicht gehe ich gerade umsonst die ganze Zeit so mega vorsichtig, aber oh, ich traue dem Ding nicht. Ehrlich, ich sag, wie es ist. Kann ich keinen Strom auf der anderen Seite anmachen? Was wir jetzt mal auf jeden Fall machen ist, da schon mal Wasser rein. Wobei ich brauche Wasser, glaube ich, in. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Kann man mal so? Wir halbieren das einfach mal auf. Ah, das hält sowieso noch so und so viel aus. Okay. Und dann kannst du noch mal einmal rüber. Dann können wir da noch mal rein in aller Ruhe gleich. Ja. Und wir können vor allem jetzt auch runter, weil wir ja jetzt
Endschuld aktivieren können. Also ich finde, das ist jetzt echt die stressigste Stelle vom Spiel. Ich dachte, diese Verfolgungsjagd in diesem kaputten Ruin wäre schon echt nichts für zarte Nerven, aber das ist ja nochmal eine andere Sache. Weil man einfach auch weiß, dass das Ding jeden Moment kommen könnte. So, aber das war ein guter Hinweis, dass da auch Strom ist, weil das war ja circa an der anderen gegenüberstellenden Tankstelle dasselbe und das ist ja einigermaßen symmetrisch gebaut. Aber gut, machen wir uns mal durch. Okay. Dinger sind durchgekommen. That's it. Second tank ready for duty. Nun denn. Trotz Schild, ey, kommen die da durch, weil es einfach so viele sind, ey. Holy hell, die Dinger, ey. So. Ich vermute, dass er gleich wieder kommt. Ja. You cut from the same cloth. Ja, ich meine, wie oft haben wir irgendwelche komischen Body-Reste durchgeschnuppert, gell? Also, ich kann es mir nur langsam aber so ein bisschen zusammenreimen, dass selbst die Krankenschwester einfach drauf war, wie sie drauf war, weil das Ding in sie eingegangen ist. Also, ich glaube, hier gab es einige Leute, die waren einfach von der Reihen ziemlich Monster. Hashtag Henry, Hashtag Richard, aber ich glaube, manche sind einfach zu irgendwas geworden, nachdem das Ding in den ihre Körper reingegangen ist. Also er hat ja auch gerade so schön gesagt, Krankenschwester, die man nie sättigen konnte, die hat ja wirklich viele Morde begangen, ja. Also das haben wir ja auch erfahren. Also ja, eigentlich ging alles in Bach runter, weil dieser Henry meinte, er müsse das Haus in die Luft zünden, ja. Und Lily wahrscheinlich keine andere Chance sah, als dieses Ding freizulassen, weil es ja natürlich auch versprochen hat, zu helfen. Zumindest vermute ich mal, dass wir das Wasser einigermaßen auf die unteren Tanks bringen müssen. Dann haben wir es wahrscheinlich geschafft. So. Und dann noch mal einmal in die Mitte sogar. Wobei in der Anleitung sieht es ein bisschen anders aus, gell? Ich meine, die Eins müssen wir ja gar nicht mehr. Komm, wir gucken mal da alles hin. Also da müssen wir ja wirklich nicht mehr hin. Aber dann brauche ich doch nicht den Wasserdruck da, oder? Yes. The central chamber is open. Get your ass down there, Marianne. Ach so, okay. Da möchtest du hin. Okay.
Na dann. So. Ich dachte, mir kann vielleicht nicht schaden, ja. Je nachdem, wo er gerade ist. Ja, ich glaube, das ist so ziemlich das Schlechteste, was passieren kann, wenn du in einem Körper wie meinen auch noch kommst. Wer weiß, was du damit anstellen kannst. Aber ich befürchte, du wirst uns das Leben nicht so leicht machen. Ich bin jetzt nur noch eine Sache, irritiert mich ein bisschen. Was wir erstmal machen, ist hier nochmal Strom holen. Das ist doch die East-Kammer, oder? Hatte sich vorhin nicht gesagt, dass wir diese Tür versucht haben zu öffnen? So, ja, das ist mein Ausgang, wenn ich was trockener bin. Würde das nicht indikieren, dass wir da rein durch müssen? Also, sie will doch in die 2, oder? Scheinbar. Ich gucke mir das jetzt kurz nochmal an, aber ich glaube, wir wollen in die Mitte tatsächlich lieber. Oh, ach nee, wir müssen hier rüber dann rein. Ja, okay. Oh nein, es geht los. Ich weiß nicht. No more shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel our pain. Okay, sortieren wir uns kurz. Muss ich als Geister jetzt erstmal durch? Macht das Sinn? Oder soll ich zu diesem blauen Licht kommen? Gibt es hier irgendeine gute Stelle? Ich versuche das jetzt mal. Ja, everything is yours, gell? It all ends in me. Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wir hatten zwar ein Schild, aber irgendwie konnte ich ihn nicht verwenden. Aber er hat uns auch direkt gesehen, ja. Da durch die Tür müssen wir ja auf jeden Fall durch. Das ist unser Ausgang. Aber was ist mit der Tür? Nee, ich reiz doch nicht so ganz. Will das Spiel, dass wir unsere Kräfte einsetzen? Das glaube ich auch fast nicht. Komm, lass uns das Ding jetzt einfach mal kurz ein bisschen beobachten, was es macht. Nein! It all ends in me. Nee. Ich reiz gerade überhaupt nicht. Du bist der gefahrene Geist, aber nicht zur Gänze ausgedrückt. Er hat hier mit Energie an der Geistwelt sitzt. Ja, yeah, okay, das verstehe ich, aber.
Was sollen wir hier gerade tun? Man kann sich ja nicht mal in Ruhe umsehen, weil da ist ja definitiv irgendwas zum Leuchten drauf, aber dann kommt der eher wieder an und all ends in me. Ja. Gut, mein Geister-Ich könnte da versuchen durchzukommen. Vielleicht muss man es auch einfach echt beeilen. Ganz ehrlich, der Idiot ist sowieso auf unsere Spur. Okay, was auch immer wir gemacht haben, es war schlau. Ich glaube nicht, dass wir dann sind, aber ich denke, wir haben zumindest das Ding jetzt mal für einen Moment los, ey. Aber das war schlau. Sie hat im Grunde ihn mit ihrem Geist angelockt und ist dann zu ihrem richtigen Körper zurück. Big Brain Move. Ich denke aber, ich mache an der Stelle trotzdem schon mal einen Cut. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch gleich alles passiert und wie lange sich das hier noch zieht. Und vielleicht ist dann erstmal so ein kleiner, kürzerer Part heute nicht verkehrt. Und wir gucken uns den Rest dann beim nächsten Mal an, gell, Leute? Bis dahin. Bye.